Hallihallöchen, Leute, willkommen zurück zu Tomb Raider 1 Let's Play. Letzten Part haben wir hier aufgehört. Und ja, ich habe gerade den letzten Speicherpunkt geladen. Das heißt, ich klicke jetzt hier nochmal hier um. Wir haben diesen Schlüssel hier gefunden. Das erste von 4 Stück. Und wir sehen auch gleich, wo wir später wieder hin müssen. So, und ich glaube, wir müssen jetzt hier runterspringen. Und gucken uns erstmal hier unten um. So, hier ist die Tür, die gerade im Bild war. Und hier sehen wir auch gleich, dass hier gleich eine Menge Magnum-Munition noch rumliegt. Und wir sehen, die Tür ist jetzt hier unten auch offen. Und ich sehe gerade, da drüben liegt noch was herum. Ich sehe auch gerade, dass sich da drüben ein Durchgang befindet. Okay, was ist hier unten? Aha, sieht so aus, als ob es hier weitergeht. Oh, das ist praktisch, ich muss gar nicht runterlaufen. Ich kann mich auch gleich hier postieren. Und erwischt die somit gleich von hier. Praktischerweise haben wir jetzt unsere Ruhe vor diesen Viechern. Das ist vielleicht ein ziemlich großer Sarkophag. Na jedenfalls, hier scheint ein kleines Plateau zu sein und auch ich sehe gerade da oben kann ich rauf. Ist hier vielleicht irgendwo? Nee. War wohl scheinbar nur ein Plateau. So, was ist hier? Kann ich hoch? Ja, hier kann ich hoch. Jetzt muss ich dort rüber, ohne jetzt zu weit zu springen. Und jetzt glaube ich, ja, darüber. So, Anlaufsprung. Okay, ich gehe erstmal dort rüber und guck, was dort rumliegt. Vielleicht lassen sich ja hier ein paar Items einsammeln. Ja, hier lassen sich Items einsammeln. Komme ich da auch gleich hoch? Ja, ich komme da gleich hoch. Ja, es sieht so aus, als müsste ich darüber lang.
wenn mich gerade nicht alles täuscht, lässt sich hier oben an der Spitze ein zweiter Schlüssel. Beziehungsweise führt der Weg zu einem zweiten Schlüssel. Ja, das war jetzt nicht so cool, da ging zu springen. Da oben sehe ich gerade, das ist ein Safe Point. Gucken, ob ich da rankomme. Ja, da komme ich so ran. Also gut, ich speichere mal hier. Hoffe mal, dass hier oben nichts rumlauert. Ach du Scheiße, ich höre schon. Zerspringen. Ja, der hat mich jetzt doppelt erwischt, weil er nochmal explodiert ist. Ich hätte jetzt auch besser die Magnum nehmen können, aber ich wollte ein bisschen Munition sparen. Wirklich echt ziemlich nervig mit diesen Mumienteilen. Und ich habe gerade gesehen, da drüben war noch was. Aber komme ich da vielleicht irgendwo hin? Sehe also hier schon mal einen Hebel. Kriege ich dann den Weg zum zweiten Fragment 2? Zum zweiten Fragment frei? Ich gehe erstmal vorsichtig hier lang. Dieser Sprung sieht ganz schön gewagt aus. Naja, ich probiere es einfach mal. Oh, das war ein Secret gewesen. Wie es mir scheint. Komme ich jetzt auf diesen Wege zurück oder ist das zu gefährlich? Na, ich würde sagen, probieren geht immer studieren. Ah, das war keine gute Idee. Das hat nicht gepasst. Vermutlich muss man dann ins Wasser zurückspringen, um dieses Secret zu kriegen. So, hier oben ist jetzt wieder die Mumie unterwegs.
werde aber dieses Mal die Magnum benutzen. Hat mir trotzdem. Obwohl, doch, wir haben ein Medipack gespart. Das war schlecht. Das war eine ganz schlechte Idee. Tja, warum könnt ihr euch denken, ich wollte noch den Hebel eigentlich aktivieren? Nehme ich den da drüben. Prima, dieses Mal hat uns das Mumienteil keinen Schaden machen können. Das heißt, ich belasse es erstmal so. Energie haben wir noch genug. Das Medipack da oben lasse ich erstmal oben vor und hole mir stattdessen das hier. Und ich sehe gerade, hier unten liegt auch eine Menge Munition herum. Komme ich da jetzt? Nein, ich komme da nicht wieder hoch. Ach doch, auf der anderen Seite. Ich knöpfe mal diesen Weg hier vor. Weil wenn ich das jetzt mit dem Secret machen würde, müsste ich einen weiten Weg wieder nach oben gehen. Und das würde ganz schön an Zeit kosten. Ja, du sollst jetzt nicht springen, du sollst den Hebel aktivieren. So, den Puma werden wir auch so los, da müssen wir nicht runtergehen extra. So nehmen wir nämlich keinen Schaden, wenn wir hier stehen bleiben. Ist hier oben noch was? Nee. Okay, dann gehen wir mal da rein. Was? Nur Munition? Tatsächlich nur Munition. Na gut, dann werde ich jetzt stattdessen hier hochgehen. Wie wir sehen, hat sich eine Treppe gebildet. Da liegt Schrot.
Schrot hilft uns aus der Not und bewahrt uns vor dem Tod. So, da drüben kommen wir zu den Plattformen. So, speichern werde ich jetzt noch nicht. Ich werde erstmal noch diesen Schlüssel besorgen, den wir oben freigelegt haben. Bei der Rampe. Ich habe gerade so die Vermutung, dass wir in dem Raum vorhin noch nicht fertig waren. Aber ich nehme erstmal die. Ganz toll. Ganz toll. Tja, so etwas konnte man natürlich auch nicht sehen, dass da eine Absenkung ist. Also klettern wir mal ganz rasch wieder nach oben. Irgendwie immer, wenn ich auf diesem Block stehe, aktivieren sich irgendwie Hintergrundgeräusche. Keine Ahnung warum. Muss wohl so einen Schleifenmodus haben. Diesmal nehme ich den Weg, der ist ein bisschen kürzer. So, jetzt sind wir gleich wieder da, wo wir letztens waren. An der großen Treppe. Ich sehe gerade, dass wir erst 18 Minuten aufnehmen bereits. Das heißt, so langsam wird es Zeit, mal was zu schaffen. Beziehungsweise weiterzukommen. Das ist zu weit. Ich muss zu dem Punkt darüber. So, und wenn ich jetzt wieder da oben bin, bei diesem einen Punkt, wo wir vorhin nicht hingeguckt haben und dann plötzlich runtergefallen, werde ich dieses Mal nicht abstürzen. Wie vorhin. Nee, stattdessen mache ich ein bisschen umdenken und gehe in dem Raum. Ein kleines bisschen höher als vorher. Weil ich glaube, hier war noch ein Hebel oder so gewesen. Muss ich jetzt die normal aktivieren? Ja. Anscheinend muss ich ihn nochmal aktivieren.
So, wir gehen diesmal bis nach ganz oben. Und ich hatte recht, hier oben ist noch was. Beziehungsweise, nee, das ist einfach bloß der Weg von vorhin. Gut, okay, dann gucken wir uns mal auf der Mitteletage nochmal um. Vielleicht habe ich ja da irgendwas übersehen. Ich frage mich, was das da oben zu bedeuten hat, dieses komische hängende Teil. Wieso kannst du nicht einfach mal kurz stehen bleiben? Was ist bitte schön daran so schwer? Ja, und zwar nicht in der Ecke stehen bleiben, sondern an dem Abgrund. So, genau hier war die Stelle von vorhin. Jetzt haben wir schon zwei von den Schlüsseln. So, da drüben scheint sonst nichts mehr zu sein. Das heißt, ich werde erstmal einen anderen Hebel mir vornehmen. Und zwar den hier drin. Ganz nach unten will ich nicht, weil da weiß ich genau, da hüpfen zwei Mumien herum. Das brauchen wir jetzt nicht. Unbedingt. Aber ich glaube, mich an den Raum noch recht gut zu erinnern. Der Schalter, den wir suchen, war, glaube ich, im oberen Levelbereich. Beziehungsweise im oberen Raumbereich. Ah gut, hier oben waren noch ein paar. Ah, hier ist ein Secret versteckt. Was ich gerade sagen wollte, hier oben waren noch ein paar Items versteckt. Gut, haben wir eingesackt und gehen mal dort hinten rüber. Weil ich sehe schon von Weitem, dass da noch was liegt. Das holen wir uns jetzt. Okay, das war Schrotmunition.
Finde ich gut, dass wir die gerade aufgeladen bekommen. Weil ich brauche die Schrotmunition dringend für stärkere Gegner. Weil ja, es werden später noch Typen kommen, die sind noch stärker als diese Mumien, die wir jetzt schon als Problem haben. So, wohin muss ich jetzt? Darüber wäre zu weit. Das heißt, ich glaube, ich muss hier runter. So, jetzt hangel ich mich hier so lang. Hier noch was? Nein. So, jetzt werde ich mich hier so lang hangeln. So, mal sehen, wo uns der Weg jetzt hinführt. An einen Speicherpunkt. So, und die werde ich auch gleich speichern. Natürlich werde ich erstmal diesen Hebel hier umlegen. Und damit ist Brücke Nummer 2 gefallen. Ja, das Spiel. So Leute, ich würde sagen, wir machen den nächsten Part weiter. Und holen uns den dritten Schlüssel. Das war's jetzt mal von Tomb Raider 1 für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute!